Endlich wieder Action in Deutschlands schönstem Volleyballtempel. Genau 2 Wochen hatten die Berliner Fans auf das nächste Heimspiel der BR Volleys warten müssen. Und sie sollten dafür beim ersten Halbfinale gegen die SVG Lüneburg mit einem echten Playoff-Krimi entschädigt werden. Fast 2 Stunden waren bereits gespielt zwischen dem Tabellenersten und dem Bundesliga-Vierten der Hauptrunde. Die Spannung in der Max-Schmeling-Halle greifbar, der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Paul Carroll mit der Riesenrettungstat und Paul Lottmann schließlich mit dem Punkt zum Ausgleich 6:6. Im Gleichschritt ging es weiter durch den 5. Satz, beim Stand von 10:11 dann aber die letzte Lüneburger Führung, der erneute Ausgleich durch Carroll und anschließend die BR Volleys mit dem berühmten Momentum auf ihrer Seite. Kurz darauf der Block zum 14:11, die Vorentscheidung in diesem Dienstagabend-Krimi, der die gesamte Halle elektrisierte. Der Favorit konnte den Heimvorteil schließlich denkbar knapp behaupten. Robert Kromm zum ersten und direkt im Anschluss der Kapitän zum zweiten. Das 15:12 gleichbedeutend mit dem 3:2 Sieg. Und die Begeisterung bei den über 3600 Zuschauern genauso groß wie die Erleichterung bei den Spielern. Zum Glück haben wir gewonnen am Ende, weil wir dann doch unsere wichtigen Punkte gemacht haben und dann kurzzeitig in unsere alte Form zurückgekommen sind. Und ja, von daher bin ich erstmal glücklich, dass wir das Ding gewonnen haben. Denn es war von Beginn an ein alles andere als einfaches Spiel für den frisch gebackenen CEV-Cup-Sieger. 10 Tage nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte war mit den Niedersachsen ein echter Prüfstein im Kampf um die deutsche Meisterschaft zu Gast. Die Startphase dementsprechend etwas unruhig und nervös, viele Aufschlagfehler auf beiden Seiten, doch dann brachte Kromm seine Mannschaft mit 7:6 in Führung. Die Berliner in der Folge mit leichten Vorteilen, ohne sich schon entscheidend absetzen zu können. Paul Carroll sorgte mit dem 12:9 für das erste kleinere Polster. Wenig später war der 25:20 Satzgewinn besiegelt. Der Start der BR Volleys war geglückt, die Fans schon jetzt zufrieden mit dem 1:0 und es sollte ja noch deutlich mehr Spektakel geboten werden. Durchgang 2 über weite Strecken aber im Zeichen der Lüneburger. Hochkonzentriert und glänzend eingestellt von Trainer und Ex-SCC-Spieler Stefan Hübner stellten sie den Doublesieger lange vor große Probleme und schienen beim Stand von 22:18 auf dem besten Weg zum 1:1 Satzausgleich. Doch wieder einmal konnten die BR Volleys im richtigen Moment einen Gang höher schalten und ihre ganze Klasse als echtes Spitzenteam unter Beweis stellen. Der Playoff-Fight nahm Fahrt auf. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums kamen die BR Volleys näher und näher und waren pünktlich zum Satzball Lüneburgs wieder dran. Erneut schlug gleichzeitig auch die Stunde von Paul Lottmann, der US-Amerikaner mit dem Ausgleich zum 24:24. Der Volleyballtempel schon jetzt ein Tollhaus. Und die Hausherren ließen sich von der emotionalen Atmosphäre weiter tragen. Lottmann hatte zwischenzeitlich auch das 25:24 erzielt und vollendete nun zum 2:0 in den Sätzen. 26:24, eine dramatische Schlussphase und ein riesiger Jubel in der Max-Schmeling-Halle. Die Berliner Crunch-Time-Qualitäten hatten wieder einmal den Ausschlag gegeben. Ich denke, das ist unser Thema 2016. Am Ende jedes Satz spielen wir gut. Wir haben es gegen Sürgut gemacht, gegen Russela, gegen jede gute Mannschaft gemacht. Und jetzt, wir können diese Spiele benutzen in unserem Kopf. Es zeigt halt, was in uns steckt. Ne? Dass wir halt, klar, auch wenn wir 2 Sätze verlieren oder dass es mal blöd läuft, dass wir immer uns da rauskämpfen können. Und das beruhigt auch einen, oder beruhigt nicht, aber das doch beruhigt einen schon einen, sondern macht einen so, okay, wenn es eng wird, man kann sich darauf verlassen, wir schaffen es irgendwie, auch wenn es im 3. nicht klappt, im 4. nicht klappt, aber irgendwann klappt es. Trotz der 2:0 Führung lief der Vizemeister dann aber auch in Satz 3 wieder dauerhaft einem Rückstand hinterher. Die Gäste konnten sich mehrfach absetzen und peilten den Anschluss in den Sätzen an. Die Berliner konnten zwar zum Ende des Durchgangs erneut zurückschlagen und waren beim Stand von 23:24 wieder im Geschäft. Dann konnten sie sich jedoch beim Satzball der Lüneburger Angriffe nicht mehr erwehren. Nicolas Del Bianco verwandelte eiskalt 23:25 nur noch 2:1 in den Sätzen
gegen wieder einmal gefährliche Niedersachsen. Lüneburg war halt taktisch gut aufgestellt, haben halt auch wirklich mit ihren Flotterschlägen sehr viel Druck auf uns gemacht. Dadurch konnten wir halt nur über Außen meistens spielen und da haben sie sich halt sehr gut gegen fast alle Angreifer eingestellt und wussten halt, was sie zu tun haben. Das zeigte sich dann vor allem im vierten Durchgang. Die BR Volleys nicht mit der gewohnten Kompromisslosigkeit, der Herausforderer dagegen risikofreudig und zwischenzeitlich wie im Rausch agierend. Fischer und Co. schon nach 14 gespielten Punkten mit 3:11 im Hintertreffen. Die Zeichen standen früh auf Tiebreak. Die Schützlinge von Trainer Roberto Zagnotti wurden somit zu einer Energieleistung gezwungen. Mental sehr, sehr hohe Belastung, weil erst führst du 2-0, dann kommen die 2-0 ran und dann musst du halt nochmal Gas geben und dich nochmal neu fokussieren und dann halt den fünften Satz spielen. Und hier zeigte sich dann wieder einmal der starke Charakter des Teams. Die Hauptstädter waren sofort wieder voll im Spiel und wie schon gesehen letztlich knapp, aber verdient mit 3:2 erfolgreich. Nach zuletzt 2 5-Satz-Niederlagen in Lüneburg möchte man in der Best-of-Three-Serie nun bereits am Samstag auswärts den Finaleinzug klar machen. Ja, ich habe letzte 2 Mal in Lüneburg nicht gespielt. So, ich habe bis jetzt gar keinen Punkt in Lüneburg gespielt in den letzten 2 Jahren. So, ich bin jetzt begeistert, dass ich kann da spielen und wir müssen viel Druck mit alles machen und ich hoffe, dass wir können besser als heute spielen. Es gibt halt eventuell die zweite Chance hier, die dritte Chance hier, aber ich glaube, das will keiner. Wir wollten schon gerne, dass wir das in 2 Spielen durchkriegen, weil wir wieder dann ein bisschen mehr Zeit haben zum Regenerieren, weil man doch schon sieht, dass wir jetzt doch schon ganz schön auch kaputt sind und auch die Konzentration sehr schwer ist, halt zu behalten. Sollten die Triple-Anwärter dann auch den zweiten Vergleich in Lüneburg gewinnen, beginnt am Sonntag, den 24. April um 16 Uhr, die Finalserie um die deutsche Meisterschaft zwischen den Berlin Recycling Volleys und dem Sieger des Duells Friedrichshafen gegen United Volleys Rhein-Main. Sollten die Berliner verlieren, gibt es am 21. April um 19.30 Uhr ein entscheidendes drittes Halbfinale gegen Lüneburg. Tickets und alle weiteren Informationen auf br-volleys.de.